Und wir gehen direkt weiter mit der nächsten Session. Dafür freue ich mich, Alina Schwärmer auf die virtuelle Bühne begrüßen zu dürfen. Alina spricht zum Thema Empowerment von Frauen im Männerfußball. Kurz zu Alina. Ich würde dich sehr gerne anmoderieren. Du bist freie Sportjournalistin und schreibst unter anderem für die Taz. Ich habe deine Artikel die letzten paar Wochen sehr aktiv verfolgen können. Du beschäftigst dich mit den verschiedensten politischen und gesellschaftlichen Sportthemen, darunter natürlich auch die Rolle von Frauen im Fußball. Du schreibst von dir selbst, dass du 6 Jahre im Fußballverein gespielt hast, das erfolglos. Welcome to the club, quasi. Wir freuen uns, dich hier bei der Female Football Academy dabei zu haben und würden dir das Wort übergeben. Dankeschön. Ja, vielen, vielen lieben Dank für die nette Einführung und auch dafür, dass ich dabei sein darf hier. Vorgestellt wurde ich ja schon ganz kurz. Ich habe mir das so überlegt, dass ich das ganz gerne frei vortragen würde, weil ich immer das Gefühl habe, dann kann man ganz schön zuhören und guckt nicht die ganze Zeit auf diese Präsentation. Ich spreche ein bisschen zu Empowerment von Frauen im Männerfußball, das aus der halb äußeren Perspektive als Sportjournalistin. Und erstmal stellt sich ja da die Frage, wer ist das überhaupt, Frauen im Männerfußball? Also das ist ja eine wahnsinnig große und ganz diverse Gruppe. Wir haben Trainerinnen, wir haben Schiedsrichterinnen, Fans, Amateurspielerinnen, Jugendspielerinnen, Frauen in Gremien, Sportjournalistinnen. Dazu sei gesagt, hier sind alle mitgemeint, die sich als Frau definieren. Wir werden nicht über alle in 20 Minuten sprechen können. Das wäre auch Quatsch, glaube ich. Angesichts dessen, dass wir schon total viel aus der Spielerinnenperspektive gehört haben, würde ich das Thema hier ausklammern. Und Fans sind, glaube ich, auch nochmal ein total separater, großer Bereich, über den es lohnen würde, ganz separat zu sprechen. Das heißt, wir schauen uns das so ein bisschen an in diesen hoffentlich 20 Minuten, wie jeweils die Lage ist, was für Maßnahmen man ergreifen kann, um die Lage zu verbessern. Und ein zweiter Aspekt, der mir auch total wichtig ist, ist, dass es nicht nur darum geht, sich anzupassen in dieses System, in das man reinstrebt, sondern auch darum, das Spielfeld zu verändern. Also wenn es um Empowerment geht, dann geht es total oft darum, Gleichberechtigung innerhalb dieses Systems zu erzielen. Das ist eine sehr Corporate-Diskussion. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, weiterzudenken, weil sehr, sehr wenig darüber gesprochen wird, wie wir dieses System verändern können. Man muss ja dazu denken, Fußball, wie wir ihn aktuell kennen, der sich auch ständig verändert, ist eine Branche, die von Männern geschaffen worden ist. Eine Sportart, die bestimmten Zwecken dient, Disziplin, Härte, Teamgeist und so weiter. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, wie ein Fußball, der von Frauen geschaffen worden ist, aussehen würde, weil das hat noch nie jemand probiert. Das können wir nicht wissen. Und wir befinden uns gerade in einer Situation, wo es zwei ganz massive Krisen gibt, nämlich eine große ökonomische Krise und eine große ökologische Krise. Und ich glaube, es wäre ein fataler Fehler, in dieses System hineinzustreben, ohne das System verändern zu wollen. Und darum geht es dann im zweiten Abschnitt ein bisschen. Gut, schauen wir erstmal kurz auf die Situation von Trainerinnen im Männerfußball. Eine Frau als Trainerin in der Männerbundesliga wäre ja bei uns in Deutschland zumindest völlig unvorstellbar. In den meisten anderen Ländern ist sie das auch. Es gibt so ein paar wenige Ausnahmen in hohen Männerligen. Auf dem afrikanischen Kontinent, Sierra Leone, Äthiopien sind zwei Beispiele, wo es Trainerinnen ganz oben gegeben hat. Am meisten bekannt in Deutschland ist wahrscheinlich Corinne Diacre, die mal in der zweiten Liga der Männer zumindest Trainerin war. Grundsätzlich ist es aber so, dass es ab der C-Lizenz einen großen Einbruch gibt. Die Zeit hat mal darüber berichtet, 2019, dass erst 95 Frauen im DFB die A-Lizenz erworben hatten, im Gegensatz zu 4.730 Männern. Die Differenz kann man sich mal vorstellen. Und eine US-Studie legt nahe, dass sich das auch auf das Uni- und College-Level ausdehnt. Also wir sprechen da gar nicht nur von den oberen Breiten.
Außerhalb Europas ist es ab und an durchaus möglich. Es gibt die sehr interessante Geschichte von Chan Yun-ting zum Beispiel in Hongkong, die mit 27 Jahren als erste Frau einen Männerclub zur Meisterschaft geführt hat und in die asiatische Champions League, die als Datenanalystin in diesen Bereich reingekommen ist, was uns auch ein bisschen was dazu sagen kann, wo Möglichkeiten sind und Wege, nach da oben hinzukommen. Es werden auch in den USA langsam mehr Frauen im Männersport. Das hat aber natürlich auch damit zu tun, wo man Lücken schafft und wo man Maßnahmen ergreift. Wenn wir darüber nachdenken, was man tun kann, ist es, glaube ich, total wichtig, Interessenverbände zu gründen, die Druck ausüben. Es ist auch wahnsinnig wichtig, das ganze Thema auf die feministische Agenda in Deutschland zu bringen. Ich glaube, es gibt immer noch sehr, sehr wenig Verschränkungen zwischen Leuten, die sich im Fußball einsetzen und zwischen Menschen, die sich politisch einsetzen. Und ich glaube, das wäre total wichtig, auch ganz verschiedene politische Bewegungen mit reinzubringen, von deren Erfahrungen zu profitieren, sich mit feministischen Themen auseinanderzusetzen und umgekehrt diese mit Sporterfahrungen. Ich glaube, davon kann man total profitieren. Man kann darüber nachdenken, verpflichtend gemischte Duos einzuführen, zumindest im oberen Bereich. Was auch was ist, da muss man sich nicht vertun, wo Spieler ganz extrem von profitieren können. Junge Leute, die sonst ein sehr, sagen wir mal, bestimmtes Konzept von Männlichkeit vermittelt bekommen, durch das Training, durch einen Mann. Und wenn man verschiedene AnsprechpartnerInnen hat, kann es total gut sein, glaube ich. Dann gibt es die Klassiker, die kennen viele, direktes Ansprechen, Mentoring, Förderprogramme und so weiter. Das hat aber natürlich auch damit zu tun, wer in diesen Positionen in den Vereinen sitzt. Das heißt, wenn keine Frauen in anderen Führungspositionen im Verein sitzen, ist es auch relativ unwahrscheinlich, dass eine Trainerin angeheuert wird. Wir haben schon ein bisschen gehört, als gestern Spielerinnen darüber berichtet haben, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie in Ämter, in Vereinen streben. Und das heißt, es muss sich auch grundsätzlich was in der Branche ändern, um die Menschen dorthin zu bringen, die dann andere Menschen dorthin anheuern können. Man kann über feste Plätze in Lehrgängen nachdenken. Das hat aber auch, was, glaube ich, ganz wichtig ist, sehr viel damit zu tun, wie die Grundvoraussetzungen sind dafür, dass Menschen nicht in diese Jobs kommen. Das hat natürlich mit dem Sexismus zu tun, dem man begegnet und den Mauern, die da hochgezogen werden, aber eben nicht nur, sondern es hat natürlich auch mit Familienkonzepten zu tun. Das heißt, so eine Förderung darf nicht dazu führen, dass Frauen dann plötzlich mit aller Arbeit hängen bleiben, sondern man muss darüber nachdenken, was ist problematisch an dieser Idee der Kernfamilie, die dazu führt, dass an Frauen die ganze Arbeit hängen bleibt. Und es ist nicht viel sinnvoller, das auch als einen Beitrag zu begreifen und viel mehr Betreuung durch andere Freunde, lokale Gruppen und so weiter mit einzubringen, um die ganzen Voraussetzungen zu ändern. Es geht natürlich auch über Sexismus, der in Lehrgängen herrscht. Und man kann sich grundsätzlich überlegen, inwiefern sollten wir vielleicht, das greift so ein bisschen auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe, die Branche verändern, in die wir streben, indem es zum Beispiel ganz basal Teams von mehreren TrainerInnen gibt, nicht nur an einer Person hängt. Das heißt, nicht diese extrem autoritäre Art und Weise, mit der Fußball gerade ganz aktuell funktioniert, sondern eine demokratischere Art von Fußball. Die eben erwähnte Technisierung, dadurch, dass mehr Spezialistinnen in Ämter gelangen und nicht mehr nur gefragt ist, dass man vielleicht mal Ex-Spieler gewesen ist, hilft absurderweise, glaube ich, dabei, dass mehr Frauen in Ämter gelangen können. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, Macht auch im Männerbereich auszuüben, also sich nicht nur auf den Frauenbereich zurückdrängen zu lassen, sondern an die Schaltstellen zu gehen. Und dann die grundsätzliche Frage, brauchen wir überhaupt dieses Amt der Trainerin? Also es gibt ja auch ganz eindrückliche Versuche und Clubs, wo Spieler, Spielerinnen sehr viel selbst entscheiden, demokratisch Beschlüsse fassen, wo basisdemokratisch organisiert ist. Das heißt, wir müssen uns auch fragen, müssen wir eigentlich jeden Blödsinn übernehmen, der uns da auf den Tisch gelegt worden ist? Oder wofür ist so ein Amt eigentlich gut?
Schauen wir mal weiter. Zweite Gruppe, über die ich ein bisschen gerne sprechen würde, sind Schiedsrichterinnen. Ich streife das nur mal kurz, weil viele Mechanismen natürlich ähnlich sind wie bei Trainerinnen. Was eine ganz eindrückliche Zahl ist, glaube ich, von 2018 zu 2019 stammt die, dass nur 4% der Schiedsrichter in Deutschland Frauen sind. Auch da, glaube ich, ist es wichtig, den Sexismus viel mehr zu thematisieren, dem Schiedsrichterinnen ausgesetzt sind und dem sie ja viel direkter ausgesetzt sind, als das zum Beispiel bei Trainerinnen der Fall ist, durch Bedrohungen, Beleidigungen und so weiter und so fort. Ich glaube, es war sehr interessant, was mit Bibiana Steinhaus passiert ist, in dem Sinne, dass sie oben für Sichtbarkeit gesorgt hat und dass sich dann auch die Zahl der Anwärterinnen unten offenbar ganz stark verändert hat, also viel mehr Frauen Interesse hatten, in diese Position zu streben. Und es gibt eine Studie, die, glaube ich, viel darüber sagt, was wichtig wäre zu tun, unter anderem. Die ist von Taja Wester, auch von 2019, in der 23% der Frauen angeben, manchmal Diskriminierung erlebt zu haben als Schiedsrichterin und nur 8% der Männer. Das heißt, es ist ein riesengroßer Gap. Bei den unter 20-Jährigen ist der noch mal größer. Das sind 47% zu 13%. Und noch interessanter fand sie daran die Frage, ob alle SchiedsrichterInnen, die betroffen waren, die Diskriminierung auch gemeldet haben. Und da gab es auch eine riesige Geschlechterdifferenz. Also von den Männern waren das 53%, die gesagt haben, ja, mache ich immer. Und von den Frauen waren es nur 28%. Das heißt, es geht auch erstmal darum, sich nicht so stark zurückzuhalten, nicht zu versuchen, irgendjemandem vielleicht keine Mühe zu machen oder zu sagen, war doch gar nicht so schlimm. Sondern vielmehr erstmal offensiv das zu melden, was da ganz offensichtlich passiert. Es gab aber auch, das hat die Untersuchung auch festgestellt, in Verfahren ganz klare Probleme, weil Teams dann zusammengehalten haben, wenn es ein Verfahren gab, Schuldige konnten nicht identifiziert werden, weil sie geschützt wurden. Sogar die Gegner haben mit dem Team zusammengehalten. Das heißt, Verbände müssen auch auf die Vereine Druck ausüben und ein Klima schaffen, wo solche Aufklärung überhaupt möglich ist, weil sonst hat sie auch nicht viel Sinn. Und natürlich sind auch Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen ein Punkt, den man diskutieren kann im Fußball. Also wir wissen, dass es in den Anfangszeiten keine gegeben hat. Das ist erst später dazu gekommen durch diverse gesellschaftliche und auch sportliche Entwicklungen, Konkurrenz, Leistung und so weiter, dass das ganze Klima, das entstanden ist. Und viele werden das kennen, dass es im Kinderfußball sehr erfolgreiche Versuche gibt, ohne Schiedsrichterin zu spielen und sich eigenständig zu einigen. Und auch da lohnt es sich, glaube ich, darüber hinauszudenken. Dritter Aspekt, Frauen in Gremien, ist ja einer, der ganz aktuell ganz viel diskutiert wird. Auch da sind wir bei den ungefähr magischen 4%, wenn wir uns das angucken. Also wahnsinnig, wahnsinnig gering, die in Führungspositionen im europäischen Spitzenfußball sind. Wie es im DFB aussieht, wissen wir, glaube ich, alle. Und in den Landesverbänden, wenn man sich da anguckt, ob es da aktuell eine Präsidentin gibt, sieht es ähnlich düster aus. Auch da ist es total interessant, was gesellschaftlich da reinspielt. Also es gibt eine Untersuchung vom Familienministerium, die gesagt hat, dass die männlichen Präsidiumsmitglieder fast alle verheiratet waren. Von den Frauen waren es nur knapp über die Hälfte. Viele hatten keine Kinder. Und je höher der Zeitaufwand und je länger die Amtsdauer, desto mehr schrumpfte der Frauenanteil. Das heißt, das greift wieder auf das zurück, worüber wir eben gesprochen haben, dass auch die gesellschaftliche Ebene sich ändern muss, weil sonst ganz viele Probleme weiter fortbestehen. Dann, darüber ist gestern auch schon viel gesprochen worden, das Thema Quoten, das ich zwiespältig sehe. Ich glaube grundsätzlich erstmal natürlich, Quoten schaffen Räume, wenn man vorschreibt, dass da Frauen zu sein haben. Wenn das gelingt, dann sind natürlich auch erstmal welche da. Und aus vielen Schilderungen spricht ja die Verzweiflung, dass das sonst offensichtlich nicht möglich ist. Gleichzeitig kann man ja fragen, warum nicht dann ganz andere Gruppen? Also es gibt ja viele Gruppen, die wahnsinnig unterrepräsentiert sind in diesen Ämtern, seien es Menschen mit Migrationshintergrund, seien es nicht Weiße,
seien es Menschen aus armen Verhältnissen oder mit geringem Bildungsgrad, die oft überhaupt nicht erwähnt werden in diesen Diskussionen. Also die wirtschaftliche Perspektive findet eigentlich nicht statt. Seien es Menschen mit Behinderung, seien es LGBT, seien es Schüchterne, die sich nicht trauen, sich dort zu äußern. Und natürlich kann man das nicht alles quotieren und man kann fragen, warum dann Frauen, warum andere nicht. Und es besteht immer auch das Problem, dass Identität dann möglicherweise zur einzigen Qualifikation wird und dass man einen, sagen wir mal, einen Diversity-Zirkus nach biologistischen Vorstellungen inszeniert und letztlich die Zuschreibungen wiederholt, die durch die Mehrheitsgesellschaft geäußert worden sind. Das heißt, was ich zum Beispiel eine wesentlich charmantere Idee fände, ich habe das mal Stachelsitze genannt, die Idee, dass es feste Sitze gibt für Menschen, die ganz anders sind als diese, die in den Gremien sitzen und gewählt werden, die gewissermaßen ein Stachel im Fleische sind, aber sie sind nicht auf eine bestimmte Identität zugeschrieben, sondern es geht darum, ganz andere Leute in die Gremien reinzuholen und unter Druck zu setzen. Man kann über bürgerliches Aufbrechen nachdenken, also rotierende Führung zum Beispiel zu installieren, um nicht mehr eine einzelne Person mit so viel und so viel permanenter Macht auszustatten. Wenn es eine Quote geben sollte, fände ich eine gegen reiche weiße Männer ganz hilfreich, weil das tatsächlich die Gruppe ist, die Macht hält in dieser Gesellschaft und weil es verhindern würde, dass zumindest alle anderen zugeschrieben werden. Man kann über vieles sprechen, Headhunterinnen, es gibt die Möglichkeit, einen Workshop zu veranstalten, auch mit Führungskräften, damit die gut informiert werden darüber, wie Unterdrückung funktioniert, wie Redezeiten funktionieren. Hilft sicherlich nicht in jedem Fall weiter, weil da auch ganz starke Widerstände existieren. Aber ich glaube, es hilft, Leute mitzunehmen. Das hilft schon. Vierte Gruppe, zu der ich kurz noch was sagen würde, sind Sportjournalistinnen, kenne ich aus eigener Anschauung. Der Anteil stagniert seit Jahren, Jahrzehnten zwischen 10 und 11%. Da tut sich nicht viel, was auch damit zu tun hat, dass Sport eine ganz krasse Sozialisierung in der Kindheit mit sich bringt. Also wenn ich nicht von Kindheit an Fußballfan war, dann ist es auch unwahrscheinlich, dass ich mich als Sportjournalistin betätigen möchte. Warum auch? Die negative Diskriminierung kippt aktuell so ein bisschen in positive. Also man wird dann sehr oft als Frau für Frauenthemen angefragt oder auch gefragt, wo man keine Kompetenz hat, weil man braucht ja eben eine Frau. Das ist genauso problematisch und scheiße. Wochenenddienste sind ein großes Problem für Sportjournalistinnen. Laut einer Umfrage, da haben wir wieder das wiederkehrende Familienmodell. Was kann man tun? Wir hatten mal in der Tat einen coolen Workshop, den fand ich gut. Da ging es darum, ganz gezielt Frauen in den Sportjournalismus zu holen. Im Nachhinein würde ich sagen, den hätte man ein bisschen vom Alter der Frauen später ansetzen müssen, also vielleicht nachdem das Studium schon abgeschlossen ist, damit man die Leute direkt mit rein begleiten kann. Und andererseits muss man aber auch ganz früh, glaube ich, ansetzen, ganz früh auf Leute zugehen, vielleicht schon zu Schulzeiten, um Menschen zu begeistern. Redaktionen vorzubilden ist, glaube ich, total wichtig und fehlt total. Frauen nicht immer nur als Field-Interviewerin und Moderatorin einzusetzen, sondern zum Beispiel beim Thema Taktik oder in Expertinnenrunden, wo man tatsächlich Ahnung zeigen kann von dem Feld, was man da behandelt. Und ja, die Aufmerksamkeitsökonomie ist natürlich auch ein großes Problem. Wenn ich das ganz kurz noch erwähnen darf, den zweiten, einen kurzen Nachschub zum Thema, den Spielplatz zu verändern, auf den wir da streben. Wir haben es gerade schon kurz gesagt, wir übernehmen unhinterfragt vieles von dem, was die Männer vorgeschrieben haben. Gerade hat man das gesehen, Champions League-Finale Barca gegen Chelsea, was ein tolles Spiel war. Es fließen mehr Gelder rein. Mehr Gelder bedeutet aber auch, dass es eine Gruppenphase geben wird, dass es einen guten Fernsehvertrag jetzt in England geben wird. Und das bedeutet, dass es Lücken mit sich bringt, Lücken zur zweiten Liga, Lücken zu den Teams, die nicht Champions League spielen, die immer weiter wachsen. Das heißt, man strebt in eine Kopie des Männerfußballs. Das ist auch erstmal ganz natürlich. Wir befinden uns ja im selben wirtschaftlichen System. Aber man strebt eben in ein hochproblematisches System. Und ich glaube, wir werden das sehr, sehr bald bereuen,
dass es so gelaufen ist. Es geht um Verdrängung, um Konkurrenz, Siegen und Leisten. Und es fehlt auch oft an Bewusstsein den Leuten, die innerhalb dieses Männerfußballs aufgewachsen sind, des Systems Männerfußball, daran was zu ändern. Und man könnte ja alles Mögliche ändern. Also angefangen von der Frage, ob man wirklich Weltkonzerne braucht, die den Fußball dominieren, ob man Sponsoren braucht, ob man Verdrängung braucht. Das könnte alles anders sein. Man könnte einen eigenen Fußball der Frauen gestalten, in dem zum Beispiel, das sind nur kleine Beispiele, kleinere Tore, leichtere Bälle. Das gilt aktuell als antifeministisch, aber es ist eigentlich eine sehr feministische Variante, sich nicht an den Männern zu orientieren, sondern das zu machen, was auf die eigenen Körper passt. Man kann Stärken der Teams regulieren, dass man nur eine bestimmte Anzahl an Spielerinnen hoher Qualität im Team haben darf. Man kann, jetzt reden wir über große Ideen, in Galaxien statt in Pyramidensystemen spielen, also ohne Auf- und Abstieg. Man kann über einen ganz anderen Fußball nachdenken, der viel pluraler ist, der als Kunst verstanden wird, als Show, als Theater, als eine diverse Fußballkultur, wo man spät einsteigt, wo man kreativ sein kann. Sich befreien von den Verbänden, die einen bestimmten Fußball diktieren. Und natürlich auch über den ökonomischen Rahmen nachdenken, der vorhanden sein muss, damit all das möglich ist. Es gibt noch ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube aber, ich muss zum Ende kommen. Ich glaube aber, dass auch das Spiel an sich, also die Rollen auf dem Spielfeld, man kann mixed spielen, man kann inklusiv spielen, man kann zu drei Teams gegeneinander spielen oder zusammenspielen, bestimmte Aufgaben lösen, dass diese ganzen Gedanken total wenig entwickelt werden und dass das, dass wir da eine riesige Chance verpassen. Und deshalb würde ich ganz gerne mit der Bemerkung abschließen oder mit dem Aufruf abschließen an die Leute, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, dass das Empowerment von Frauen, von Menschen im Männerfußball in zwei Richtungen gehen muss. Und für die eine werden gerade Grundsteine gelegt. Das sieht man sehr stark, glaube ich. Aber ich glaube auch, wir begehen einen fatalen Fehler, wenn wir, wie das gerade oft geschieht, die andere vergessen. Dankeschön. Wow. Vielen, vielen lieben Dank, Alina. Wir sitzen hier gerade und sind ein bisschen sprachlos. Aufgrund der vielen Impulse, sehr, sehr bewegend dein Vortrag, und ich glaube, der regt auch nochmal ganz klar zum Nachdenken an und zeigt auf der einen oder anderen Seite auch, wie sehr wir uns auch selbst die Grenzen setzen. Deswegen auch nochmal ganz, ganz großes Dankeschön für diesen kreativen, weitblickenden Ansatz, der, glaube ich, auch uns Zuhörern nochmal dazu bewegt, auch nochmal weiter, größer zu denken und dem nachzugehen. Also vielen, vielen lieben Dank.